Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Anthem: A World Apart. Wir waren stehen geblieben, uns endlich Lager bauen zu dürfen. Zwei Stück habe ich gebaut, hier eins und hier hinten eins. Ein bisschen auch getrennt. Und eben auch Straßen, das war mir wichtig, zumindest so eine provisorischen Schotterwege. Die scheinen nämlich relativ, also zumindest sagt er das hier, dass sich unsere Siedler dort deutlich schneller bewegen. Schauen wir mal, ob das so ist. Ich habe gerade mal überlegt, macht es Sinn, auch dort, wo die Jungs hier aus dem Schrottplatz Dinge, nee, das ist das Lager, da ist Schrottplatz, hier den Schrott sammeln, ob man da nicht auch eine Straße hinbauen sollte? Habe ich kurzzeitig überlegt, aber auf der anderen Seite ist es dann so, dass ich mir damit ja, wenn ich die Straßen einmal gebaut habe, quasi vorgebe, wie ich da meine Gebäude mehr oder minder miteinander verbinde. Und das ist natürlich auch doof. Also will ich das auslassen. Das ist dann halt so, dass die halt nie auf Straßen laufen. Mein Gott, gibt Schlimmeres. So, wir haben verstanden. Wir gucken Um das mal, was er als Ganze noch nächstes weiter will. zu verbessern, können wir Können wir einen einen Markt Markt errichten, errichten? um die Yeah. Logistik der Siedlung zu verbessern. Neben Ja. einem enormen Lager für Ressourcen, welches sogar Wasser speichern kann, ist der Markt dafür zuständig, Rohstoffe in deiner Siedlung zu verteilen. Super. Des Wäre toll, wenn Weiteren das mitten in der Mitte erhöhen wir gewesen die wäre, Zuversicht deiner ne? Siedler. Ist aber nicht so. Gut, machen wir einen Markt bauen. Markt, Markt, Markt. Oh, der ist oh, der ist riesig. Der ist wirklich riesig. Ja, wäre schön, wenn man mitten in der Mitte einen Platz gelassen hätte. Hat er natürlich nicht gemacht. Was soll's. Also, packe ich den hier oben hin? Da oben war ja. Oder hier? Ja. Da oben war ja auch noch ein. Kann ich den. Hat der Markt auch einen Arbeitsbereich? Hat er. Siehst du, dann kann ich den ja doch so bauen, dass er nachher alle mit reinnimmt. So passt. Da oben ist ja nachher auch noch eine kleine Wasserstelle. Dann passt das. Dann kann ich hier vielleicht nachher noch Häuser hinbauen. Ist schon in Ordnung. Denke ich so. So hat er alle mit drin. Obwohl ich auch ein bisschen höher gehen könnte, glaube ich. Da habe ich nämlich nicht so viel Wasser mit drin hier unten. Dann ist die. Jetzt ist die Weide noch drin. Gerade so eben. Dann machen wir ihn so. Hat er alle mit drin. Gut. Und ich soll Logistiker einstellen. Das kann ich schon mal machen. Habe ich genug Leute? Ey, wo habe ich? Logistiker. Zwei soll ich einstellen. Oh, 15 kann ich einstellen. Okay. Ist natürlich ein riesen Warenhaus, finde ich gut. Kann man da auch auswählen, was die lagern? Wahrscheinlich nachher, wenn es fertig gebaut ist. Warum soll ich nur zwei einstellen? Ich mache mal gleich fünf. Habe ich noch zwei übrig? Gut. Straßen könnte ich da auch gleich drum setzen. Schotterweg. Zumindest in die Richtung. Na, komm. Einmal. Nee. Auch da lang, bitte. Und einmal da lang. Und ja, gut, okay. Auch einmal rundherum. Kann man hier vielleicht nachher noch, weiß ich nicht, vielleicht gibt es nachher nochmal Dekorationen, die man hier hinsetzen kann oder so. Die kleinen Bereiche, wo man jetzt nichts gebaut hat. Sieht ganz schick aus. Unsere kleinen Hütten haben sogar auch ein Lagerfeuer. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Nee, sind gar nicht die Hütten, das sind die Zuflüchte. Okay. 19 Kinder habe ich, die werden alle erwachsen. Weiß gar nicht, ob das gut war, so viele Hütten zu bauen. We will see. Ob das denn nicht zu schnell geht mit den wachsenden, mit der wachsenden Bevölkerung. Im Zweifel müssen wir ein paar Hütten wieder abreißen und dort auch eine Zuflucht erstellen. Also hier die Hütten oder so. Die hier würde ich lassen. Obwohl, die könnte man auch abreißen und eine Zuflucht hinbauen. Könnte man machen, ne? Dass man nicht so viele Kinder hat. Weil im Endeffekt haben wir ja auch nur Platz für 10 Kinder in der Schule. Das könnten wir eigentlich jetzt mal machen nebenbei schon, ne? Oder? Oder? Dass es langsamer wächst. Nicht, dass uns nachher die Ressourcen ja einen Strich durch die Rechnung machen. Auf der anderen Seite, wenn ich das so gucke, habe ich immer genug freie Siedler bisher gehabt, um das hier auszufüllen. Also, komm, lassen wir noch so. Aber ist eine Option für später. Zu sagen, wirklich nur ein paar Häuser und ein paar Kinder, die hier weiterkommen. Oder die geboren werden. Scheint alles hier zu steigen, bis auf meinen Strahlenschutz. Bis auf meinen Strahlenschutz, weil ihm immer Stoff fehlt, ne? Ja, weil er immer vier Stoff braucht. Vielleicht soll ich noch einen Recycler mehr bauen, der mir Stoff daraus macht. Aus meinem Schrott. Gucken wir mal.
Ressourcen. Recycler. Haben wir da noch Platz für einen Recycler? Ah, wenn, dann hier hinten. Na ah, gut. Ja, komm, bauen wir hier hinten mit dran. Ditch. Und du machst dann Stoff. Vielleicht sogar noch einen. Denn Stoff scheint momentan... Ja, wenn er da 4 Stück braucht, haben wir auch 4 Recycler. Passt. Dann muss ich mir aber auch Recycler einstellen. 2 Leute habe ich noch. 2 Sondierer. Nö, nur noch ein. Na gut. Alleine gestorben. Oder was? Statt da nicht gerade 2? So. 8 Sondierer. Passt. Einmal schnell vorspulen. Kannst du die Sondierer bitte auch? Oh, einmal automatisch speichern. Okay. Dann haben wir hoffentlich irgendwann wieder einen Anstieg hier von dem Stoff, beziehungsweise dass es einigermaßen gleich bleibt, obwohl es hier verbraucht wird. Sind in der Lage, Ressourcen aus deiner gesamten Siedlung zu sammeln und in den Markt zu bringen. Das verbessert den Fluss deiner Produkte und führt dazu, dass deine Siedler kürzere Distanzen laufen müssen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Kombination dieser Eigenschaften macht den Markt zum optimalen Gebäude, wenn du deine Siedlung vergrößern oder gar versetzen möchtest. Setzen kann man das auch. Okay. Oh, ich sehe gerade, hier ist irgendwas. Anbaufeld. Da ist so ein Zeichen drüber. Dieses Gebäude produziert kontaminierte Ressourcen. Kann man das nicht dekontaminieren? Dafür habe ich doch die Dekons hier hingebaut. Wo habe ich die hingebaut? Da. Warum macht er das nicht? Oder muss ich das jetzt per Hand machen? Arbeiter, Ressourcen, Schwarzwurzel, niedrig, ja, okay. Kann ich die Ressourcen jetzt vernichten? So. Vernichten wir einmal. Wenn die verstrahlt sind. Das gleiche hier. Ja, großartig. Je größer deine Siedlung wird, desto weiter müssen manche Siedler sich auf den Weg machen, um an all die Nahrung zu kommen, die du produzierst. Ja, das stimmt. Um ihnen das Leben ein wenig einfacher zu machen, kannst du Essensausgaben errichten. Essensausgaben? Logistiker, die in einer Essensausgabe arbeiten, werden Nahrung aus deinen Lager- und Produktionsstätten sammeln. Okay. Und zur Essensausgabe. Also quasi eine Suppenküche. Finde ich super. Vielleicht hätte ich nicht ganz so eng bauen sollen. Gucken wir mal, wie groß die ist. Oh, das Schöne ist, wenn man hier rein... Aha, okay. Das ist also immer direkt miteinander vernetzt. Das finde ich gut. Essensausgabe. So, muss okay drücken. Eine errichten und nochmal einen Logistiker dazu einstellen. Essensausgabe ist bestimmt unter Nahrung. Nee, aber da kann ich später noch eine Küche bauen, sehe ich gerade. Eine Küche verarbeitet unverarbeitete Nahrung zu wahlweise deftigen Mahlzeiten, Kuchen oder Eintopf. Hierdurch kann eine größere Zahl von Siedlern effizienter versorgt werden. Okay, das ist schön. Ist das andere unter Gemeinschaft? Nee. Oh, wo ist denn das zu finden? Unter Logistik. Eine Essensausgabe wird stetig mit Nahrung befüllt und kann dadurch Laufwege zur Nahrungsaufnahme verkürzen. Oh, guck mal, das ist, hat auch eine relativ kleine Baugröße. Das heißt, das können wir doch wunderbar hier so einfügen. Dann ist das ein Arbeitsbereich hier. Nicht gut. So. Bau die Essensausgabe mal. Was hat er hier? Warum zeigt er mir das? Fertigungsgrenze für diese Ressource erreicht. 5000 bei der Sammlerhütte. Ja, ich habe halt echt viel Nahrung. Die Frage ist, soll ich das erhöhen? Ja, nein, vielleicht. Oder nicht? Eine gute Frage, ne? Ich sollte, ich mache das mal wie bei dem Wasser auch, auf 100.000. Sieht dann immer hier ein bisschen blöder aus. Ah, 100.000 ist vielleicht zu viel. Komm, 10.000 erstmal. Wasser 100.000, Nahrung 10.000. Weil ich weiß nicht, wenn eine Dürre kommt, wenn irgendwelche anderen Sachen kommen, ob man da nicht ordentlich etwas im Petto haben sollte. Dann lieber so viel sammeln, wie geht, gerade bei Nahrung und Wasser. Ich glaube, die anderen Sachen können wir verschmerzen, wenn die mal nicht so laufen, aber so wie der Strahlenschutz hier jetzt gerade. Ja, die Werkzeuge. Stoff haben wir genug. Läuft jetzt mit den 2 zusätzlichen Sondierern. Das war eine gute Idee. Bei Köhler bin ich mir nicht so sicher. Da habe ich 3 eingestellt. Sollten wir da vielleicht noch einen zusätzlichen Köhler bauen, weiß ich nicht. So, Logistiker sagt, da sollte ich nochmal welche dazu packen. Einen. 6 Stück. Ich würde ruhig sagen, dass wir da
unsere Siedler, die wir noch hatten, voll machen. Ich spule vor, dass er unsere Dings baut. Wieso habe ich ein Fragezeichen über den Markt gehabt? Ist schon wieder weg. Okay. Wir haben auch jetzt gleich über 100 Siedler, also über 100 erwachsene Siedler. Und nach kommt das. So, mache ich 10 Logistiker in die Essensausgabe, denn... Oh, guck mal, da kann ich auch noch was auswählen. Was kann ich denn da mit auswählen? Mit der neuen Essensausgabe können deine Siedler sich jetzt direkt vor Ort mit Nahrung versorgen. Alle Nahrungstypen, Ruhe, Nahrung oder verarbeitete Nahrung. Okay, sollte, im Moment haben wir ja eine Ruhe. Kannst du überlegen, ob du noch weitere Essensausgaben bereitstellen möchtest? Ja, muss ich bestimmt, wenn wir irgendwann mal weiter auseinander puscheln, muggeln. Das hier ist ja jetzt so eng aufeinander gebaut und sag mal, wenn ich mir die Map hier mal angucke, ne, haben wir ja gerade mal so ein bisschen von der Mitte und das geht ja nun wirklich echt weit. Die sind überall so kleine Hausruinen und so weiter. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwann erweitern, denn wenn mein Schrottplatz irgendwann sagt, ich muss bis was weiß ich wo laufen, um Schrott zu sammeln, dann glaube ich, macht das nicht so viel Sinn. Dann müssen wir ja vielleicht auch noch einen zweiten bauen. Und vielleicht einen zweiten Standort, würde ich fast sagen. Müssen wir uns überlegen, wo. Mal, da könnte man zum Beispiel mehr in die Richtung gehen. Das könnte man machen, ne? Wenn der da oben fertig ist mit seinem Abbauen, könnte man einmal nach da oben gehen, ein bisschen die Siedlung erweitern. Und dann könnte er hier rechts abbauen, dann können wir auch weiter nach rechts gehen. Weil hier kein Wasser ist. Natürlich doof. Würde man eher hier nach unten gehen, ne? Ja, einmal nach oben zum Wasser. Einmal nach unten zum Wasser. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir in der Nähe des Wassers bleiben. Und dann jeweils nach oben und nach unten nochmal einen Schrottplatz bauen. Das ist, glaube ich, so das, was wir machen sollten. So, okay, Darum verstanden. Was ist das Nächste? Zu verteilen, wird sich als äußerst praktisch herausstellen. Jedoch brauchen deine Siedler nicht nur Lebensmittel, sondern auch Wasser zum Überleben. Ja, das macht Sinn. Um Wasser gezielt verteilen zu können, kannst du eine Wasserstelle errichten. Eine Wasserstelle machen wir. Machen wir wieder Pause. Eine Wasserstelle wird stetig mit Wasser befüllt und kann Laufwege deiner Siedler, die etwas trinken möchten, verkürzen. Auch das ist sehr sinnvoll. Bastle ich mir hier hin. Obwohl, da ist ja direkt das Wasser. Oh, ist eine gute Frage, ne? Wo bastle ich mir den hin? Mache ich hier hin. Okay, da ist gerade verstrahlt. Das ist ja auch sinnvoll. Aber mein Dekon sollte das denn wegmachen. Sieht gerade verstrahlt aus, ne? Ja. Guck mal hier. Alles verstrahlt. Guck mal kurz auf die Map. Ja. Oh, oh. Ist ja richtig viel verstrahlt. Wodurch kommt das? Durch den Regen? Gibt es irgendwie kontaminierten Regen? Scheinbar. Muss ja so kommen. Das wird ja nicht sonst, ja. Okay. Dann kann der natürlich auch hier so sammeln. In diesem Bereich. So. Ich hoffe, dass meine Dekon-Leute das irgendwie hinkriegen. Effizienz 100. Arbeitsbereich bei Nacht 50%. Kann ich mehr einstellen als die. Produktionslimit 30. Was überhaupt? Stellen die überhaupt her? Dekontaminierungskit. Genau. 4 habe ich auf Lager. Nun, mach mal ruhig hier. Nur 30, mach mal 200. Dann soll ich 500 machen. Denn das sieht ja so aus hier, als würde der Regen doch ordentlich kontaminieren können. Das kommt natürlich darauf an, was es für Regen ist. Jetzt wird es hier feucht. Hier seht ihr übrigens nochmal, nur so nebenbei, die jeweilige Legende dazu. Es gibt richtig vertrocknet, trocken, feucht, nass oder wo auch gerade Regenwolken sind. Da kommen gerade Regenwolken. Machen alles wieder feucht. Gar nicht so schlecht. So. Hat er gebaut. Super. Ist jetzt die Frage, sollte ich das Wasser, das ist ja nicht kontaminiert, sollte ich das trotzdem immer filtern? Weiß ich nicht. Bin ich überfragt. Könnte man machen? Muss man aber nicht, oder? Ich meine, solange jetzt hier nichts steht, dass es kontaminiert ist, würde ich das nicht machen. Gut, warum ist hier ein Fragezeichen? Ressourcen, die aus dem Umfeld gesammelt werden können, die nicht aus dem Umfeld gesammelt werden können. Medizin, warum nicht? Was hat er hier? Fertigungsgrenze für diese Ressource erreicht. Nee, komm. Medizin brauchen wir bestimmt auch ordentlich.
Da würde ich dann auch, wo ist Medizin? So viel wie möglich erstellen. Hier, Aktivkohlemasken sind mir eigentlich egal, aber Strahlenzuganzüge kannst du mal 1000 herstellen, ruhig. Und dann erst sagen, wir hätten es weg. Das gleiche gilt auch für Metallwerkzeuge, dass du da endlos produzierst quasi. Ja, Medizin. Medizin stellen wir mal auf 10.000. So. Das gleiche auch mal für die für die Kräuter. Denn die brauchen wir, glaube ich, immer. Guck mal, nachher kann ich noch Schnaps, Joint, Bier, Dekontaminierungskit, okay. Schwefel und so weiter. Passt. So, Wasserstelle errichtet. Ich muss noch einen Logistiker hinzufügen. Leute habe ich ja genug. Jetzt, Füge gleich da fünf Herr Siedler hinzu. auch eine Wasserstelle zur Verfügung haben, Oh, können Sie neue sich Technologien vor wurden Ort erforscht. mit Wetterstation Wasser wurde und erforscht und ist Nahrung ab sofort versorgen. verfügbar. Ähnlich Sehr wie bei den schön. Essensausgaben kannst du so genau Schau steuern, an, ich habe hier an sogar welchen Wissen. Stellen deine Siedler sich um ihre Bedürfnisse kümmern können. Ja, vielen Dank. Ich habe hier, das hab ich, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Wissen wird benötigt, um Forschung zu betreiben. Es wird von Forschern in der Forschungsstation generiert. Haben wir noch nicht. Oder wird bei neuen Aufträgen und auf Expeditionen gefunden. Aha, schon mal gut zu wissen. Expedition können wir auch noch nicht machen. Reichhaltige Nahrung. Die Anzahl verschiedener Nahrungsmittel, die in der Siedlung gelagert werden, 7 gerade. Auch okay, finden die toll. Deswegen sind die auch hier sehr zufrieden. Höhere Fortpflanzungsrate. Neugeborene Siedler leben etwas länger. Okay, positive Effekte. Ist ja witzig. Das heißt, ich kann jetzt so ein Dings bauen. Eine Wetterstation. Wo denn? Verteidigung? Nee. Dekoration kann ich auch noch nicht bauen. Elektrizität auch noch nicht. Technologie. Ja, Wetterstation. Kann nur einmal gebaut werden. Die Wetterstation regelt, ab welcher Regenkontaminationsstufe Anbaufelder und Regenspeicher abgedeckt werden. Das ist sinnvoll, ne? Zusätzlich liefert sie eine Vorhersage der Regenkontamination für kommende Saisons. Uha, die ist riesig. Die ist ja wirklich riesig. Wo können wir die hinbauen? Wo können wir die hinbauen? Hier oben mit dran. Hier oben mit dran, wenn ich nach oben erweitern will. Nein. Lieber hier unten mit dran. Hier kann ich eh nicht so viel erweitern, glaube ich, weil da ja ein Berg ist. Zack. Alles kontaminiert. Egal. Jetzt, Okay. da wir unsere Logistik im Griff haben, können wir uns mit dem Wetter und seinen Das ist ja Herausforderungen lustig. befassen. Ich habe das Ding jetzt Um eine gebaut und jetzt soll ich es Vorhersage bauen? über das kommende Ja. Wetter treffen zu können und zu Okay. erfahren, ob eventuell verstrahlter Regen auf uns zukommt, können wir eine Wetterstation errichten. Ja. Diese kann außerdem dazu verwendet werden, unsere Anbaufelder und Regenspeicher abzudecken, um diese so vor verstrahltem Regen zu schützen. Danke, dass du mir das auch nochmal sagst. Ich habe es gerade selber gelesen, aber und habe deswegen auch schon gebaut. Machen wir, bauen wir auch. Und nachdem wir den gebaut haben, würde ich sagen, beenden wir dann das Video. Aber einmal gucken, was uns das bringt. Schau an, bevor die das jetzt bauen, müssen sie erstmal die Kontamination wegmachen. Aha. Schau an. Das wusste ich nicht. Aber das ist gut zu wissen. Guck mal, der ist voll. So, hier ist irgendwas kontaminiert. Auch kontaminiert, aber alles gut. So, macht ein bisschen schneller. Gleich haben wir 100 Siedler und 17 Kinder. Ja, dann musste ich vielleicht doch langsam anfangen zu überlegen. Noch ein. Eine Zuflucht zu bauen, statt den Häusern hier. Das hatte ich ja schon im Petto. Hier unten habe ich mir das jetzt zugebaut, ich Idiot. Das wollte ich gar nicht. Dann sollte ich vielleicht doch nochmal die Wasserkiste, die Verteilung. Wo waren das noch? Gemeinschaft, ne? Nee. Logistik. Die Wasserstelle doch noch woanders hinbauen. Also eher doch hier. Bau die mal als nächstes. Und reiß den hier mal wieder ab. Damit ich dann da doch nochmal die Häuser abreißen kann und doch lieber eine Zuflucht hinbaue. Denn wenn ich das richtig sehe, macht das tatsächlich Sinn, ein bisschen zu kontrollieren, wie meine Siedler sich vermehren. Denn so wird das sonst ein bisschen unkontrolliert. Dann habe ich nachher ein Problem, die alle zu versorgen. Ich meine, wächst alles, alles gut. Aber schön wäre, wenn man das hier so ein kleines bisschen in sich vielleicht
zusammenschließt. So, der wird gebaut. Sehr gut. Er ist auch gebaut worden. Jetzt, da wir wissen, welches Wetter uns erwartet und wie wir uns gegen verstrahlten Regen schützen können, indem wir unsere Anbaufelder und Regenspeicher abdecken, sollten wir uns darum kümmern, jenen Regen zu sammeln. Okay, das heißt, dann kann ich wohl einen Regensammler bauen und so weiter. Das Abdecken geht hoffentlich automatisch. Da muss ich nochmal gucken. Geht das automatisch oder kann ich jetzt hier auf Abdecken klicken irgendwo? Nicht, dass ich was sehen würde. Okay. Aber das, liebe Leute, machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wenn wir uns hier mal die Wetterstation angucken. Sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Hightech. Mich wundert es, dass die keine Leute brauchen zum Arbeiten. Wähle, ab welcher Kontaminationsstufe des Regens die jeweiligen Gebäude zum Schutz abgedeckt werden. Ach, guck an. Der Regenspeicher, bitte schon bei niedriger... Jetzt speichert er einmal automatisch. Hätte ich auch darauf achten können. Bei niedriger. Und die Felder ruhig auch bei niedriger, oder? Oder machen wir erst bei mittlerer? Bei niedrig wird es wahrscheinlich öfter geben. Okay, jeweils bei mittlerer. Mal ausprobieren. Gut. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat bis hierher, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ein paar Spielekommentare auch bezüglich des Spieles, wie ihr es findet. Jetzt habt ihr ja schon ein paar mehr Videos gesehen. Ob ihr euch das vielleicht auch zulegen würdet. Und wenn ihr natürlich schon das Spiel gespielt habt, vielleicht auch nochmal ein paar Tipps, was ich vielleicht nicht beachte. Oder. Und ansonsten, bis dahin.